Einen schönen Abend. Vor genau 80 Jahren sind die Alliierten im Kampf gegen die Nazis in der Normandie gelandet. Das Jubiläum des D-Day wird heute ausgiebig gefeiert. Wir sprechen gleich im Studio darüber, wie es gelingen kann, die Väterbeteiligung bei der Kinderbetreuung zu erhöhen. Und unser Nachbarland Italien bricht neuerdings alle Tourismusrekorde. Donnerstagnacht, ich begrüße Sie zur ZIP 3. Auf den Tag genau 80 Jahre ist es her, dass zehntausende Soldaten der Alliierten mit Fallschirmen und Schiffen an den Stränden der Normandie gelandet sind. Der sogenannte D-Day sollte den Lauf der Geschichte entscheidend ändern. Er war der Anfang vom Ende des Zweiten Weltkriegs. Heute hat Frankreich mit Kriegsveteranen und Politikern aus aller Welt an diesen Wendepunkt erinnert. Leonie Heitz berichtet aus Frankreich. Was wie ein James-Bond-Film wirkt, kann nicht annähernd nachstellen, was in der Nacht zum 6. Juni 1944 geschah. Mit über 150.000 Soldaten landeten die Alliierten an den französischen Stränden, um Europa von der Nazi-Herrschaft zu befreien. Einige wenige von ihnen haben bis heute überlebt. Sie zeichnet Präsident Macron als Ritter der Ehrenlegion aus. Angesichts der Tatsache, dass alles, wofür sie gekämpft haben, in Frage gestellt wird und im Angesicht derer, die Grenzen mit Gewalt ändern wollen und die Geschichte umschreiben, sollten wir jenen würdig sein, die hier gelandet sind. Die Anwesenheit des ukrainischen Präsidenten sagt alles. Votre présence ici en ce jour, Monsieur le Président d'Ukraine, dit tout cela. Und auch diese Bilder sagen alles. Worte, die Selenskyj Mut und Hoffnung schenken dürften. Jetzt liegt es an seinen Alliierten, ob diese Hoffnungen erfüllt werden. In der ganzen Europäischen Union wird bis Sonntag ein neues EU-Parlament gewählt. In den Niederlanden war es heute schon soweit und da zeigen die ersten Nachwahlbefragungen, dass der ehemalige EU-Kommissar Frans Timmermans vor dem Rechtspopulisten Geert Wilders liegen dürfte. Die Niederländer haben als EU-weit erste ihre Wahl für das Europaparlament beendet. Das rot-grüne Bündnis, angeführt vom Sozialdemokraten Timmermans, dürfte laut der Nachwahlbefragung auf 8 der 31 niederländischen Mandate im EU-Parlament kommen. Die euroskeptische Partei für die Freiheit von Geert Wilders kommt demnach auf 7 Mandate. Bei uns in Österreich wird dann am Sonntag gewählt. Über 6 Millionen Menschen sind wahlberechtigt. Viele WählerInnen machen von ihrem Stimmrecht aber gar nicht Gebrauch. Unter ihnen auch überdurchschnittlich viele Menschen mit Behinderung. Die Gründe dafür sind vielfältig. Im Hinblick auf die anstehende EU-Wahl kritisieren Betroffene vor allem einen Mangel an Informationen, wie Felix Kaiser berichtet. Schon lange klagen Menschen mit Behinderung über die Schwierigkeiten bei Wahlen. Jetzt will auch das Innenministerium zeigen, dass es besser geht. Unter anderem ist das Layout der Wahlkarte dieses Mal vergrößert worden. Solche Maßnahmen seien aber nur ein Teil der Lösung, wie das unabhängige Medium andererseits feststellt. Wir sehen es als ein großes demokratiepolitisches Problem in Österreich, dass Menschen mit Behinderungen immer noch weniger wählen als die Durchschnittsbevölkerung. Und das liegt an verschiedenen Dingen. Das liegt aber zum Beispiel am Zugang zu Informationen. Um Informationen rund um die Wahl leichter zugänglich zu machen, hat andererseits jetzt einen eigenen Online-Fragebogen entwickelt. Das Team aus Journalistinnen mit und ohne Behinderung habe beim Entstehungsprozess vor allem darauf geachtet, dass die Fragen leicht sind, verständlich und auch schwierigerweise erklärt werden. Am Ende kann die persönliche Meinung mit den Positionen der unterschiedlichen Parteien verglichen werden. Mit Angeboten wie diesem wolle man vor allem bewirken, dass Menschen mit Behinderung auch ihre passiven Einwirkungen auch schon in Politik, was für sie macht, das besser wie vielleicht, dass sie Lohn einführen oder Wahllokale barrierefrei machen und Clubs auch barrierefrei machen, wo sie auch feiern können. Das Interesse ist jedenfalls da. Bis jetzt sollen schon über 30.000 Menschen auf den Online-Fragebogen zugegriffen haben. Am Sonntag ist nicht nur EU-Wahl, sondern auch Vatertag ein Anlass für die Formulierung politischer Forderungen, nämlich wenn es um die Beteiligung der Väter an der Familienarbeit geht. Aktuelle Zahlen zeigen, nicht einmal 10% der Eltern teilen sich die Karenzzeit annähernd gleich auf.
Familie mit dem Beruf zu vereinbaren, dieses Ziel setzen sich viele Eltern. Aber nur einer von 100 Vätern geht 6 Monate oder länger in Karenz. Ist schwierig, wird auch öfter vom Arbeitgeber vielleicht, wie soll ich sagen, negativ gesehen, wenn man das als Mann macht. Warum das bei Männern so unbeliebt ist, kann ich nicht verstehen. Also mein Mann geht in Karenz, aber ich glaube, das hat auch ganz viel mit Gesellschaftsbildern zu tun, dass Männer einfach glauben, es geht sie nichts an, was da zu Hause passiert bei den Kindern. Und wenn sie am Wochenende ein bisschen spielen mit den Kindern, reicht das eh. Bei mir ist es so, dass meine Frau arbeitet Teilzeit, ich Vollzeit und springe halt immer wieder ein, wenn es notwendig ist, beziehungsweise wenn wir es machen. Und so, wie man es halt am besten hinbekommt. Bei der Frage, wie sich die Familien die Care-Arbeit aufteilen, geht es nicht nur um Vater und Mutter, sondern auch um die Arbeitgeber. Die Uni Wien hat 400 Führungskräfte befragt, wie sie zur Väterbeteiligung stehen. Ein durchaus überraschendes Ergebnis der Studie ist, dass also 80% der Führungskräfte angeben, das Anliegen eines Vaters, mehr Verantwortung in der Familie zu übernehmen, unterstützt wird. Damit sich das auch in den Karenzzahlen niederschlägt, fordert die Arbeiterkammer die Verdoppelung des Partnerschaftsbonus. Wenn sich die Eltern die Kinderbetreuung halbe-halbe aufteilen, soll es 1.000 Euro zusätzlich geben. Und darüber, was die Väter wollen, sprechen wir jetzt im Studio. Ich begrüße Anton Podocznik, Sozialarbeiter und Obmann der Initiative Wir Väter. Einen schönen Abend. Schönen Abend. Herr Podocznik, Sie haben durch Ihre Arbeit viel Kontakt zu Vätern. Wie hat sich denn das Selbstverständnis von Vätern in den letzten 10, 20 Jahren verändert aus Ihrer Perspektive? Ich kann da der Dame, die im Beitrag gesagt hat, die Väter haben nicht allzu viel Interesse, nicht zustimmen, weil so, also aus der eigenen Wahrnehmung und auch aus dem, was ich so aus dem beruflichen Kontext her höre, ist, dass das Interesse, sich mit Kindern zu beschäftigen, ein sehr großes ist, dass sie in der Freizeit eigentlich so gut wie möglich die Zeit auch mit den Kindern verbringen. In der Arbeitszeit ist es natürlich noch nicht möglich, aber das Interesse ist auf jeden Fall gesteigert. Wenn man sich die Zahlen anschaut, wer Kinderbetreuungsgeld bezieht, dann sieht man, dass der Anteil der Väter, die in Karenz gehen, über Jahre hinweg gestiegen ist. Aber seit 2021 wird das wieder weniger. Also die Entwicklung geht in die andere Richtung. Woran liegt das? Ich glaube, dass es da viele Faktoren gibt, die da mitspielen. Auf der einen Seite, das ist ein Grund, der eh immer wieder genannt wird, ist es die betriebliche Struktur. Chefs wollen oft nicht, dass die Väter in Karenz gehen. Ich kriege da Rückmeldungen von Vätern, wo das Thema als solches im Betrieb gar nicht angesprochen werden darf. Wenn das angesprochen werden würde, würde es eine Kündigung mit sich bringen. Ja, also solche Aussagen höre ich von Vätern nicht nur von an. Das Image von Väterkarenz oder von Kinderbetreuung ist auch keine besonders gute. Der öffentliche Diskurs, der läuft sehr stark in Richtung Armutsfalle, Gender Pay Gap, Doppelbelastung, Pensionsarmut und so weiter. Und ich glaube, wenn man vor der Wahl steht, ob man sich in die eine oder in die andere Richtung entscheidet, ist das nicht unbedingt etwas, was förderlich ist. Das bringt mich jetzt schon zur nächsten Frage, denn es ist schon auffällig, wenn wir über dieses Thema sprechen, dann geht es verstärkt eigentlich immer ums Geld. Steht und fällt die Aufteilungsfrage tatsächlich immer mit den Finanzen? Ich glaube, dass es nicht nur damit zu tun hat, sondern ich glaube, dass es auch mit einem Rollenverständnis zu tun hat und mit der Identifikation, die man durch welche Rolle auch immer man einnimmt, gewinnt. Und ich glaube, dass da Männer halt auch eben noch immer in der Rolle sind und auch nicht bestärkt werden von betrieblicher Seite her, den anderen Part auch einzunehmen. Auch von Seiten der Frauen ist es ein Selbstverständnis, in Karenz zu gehen. Und auch das will man sich nicht unbedingt streitig machen. Zeigt sich in Ihrer Erfahrung tatsächlich, dass wenn ein Mann, ein Vater sagt, er möchte in Karenz gehen und Zeit mit seinem Kind verbringen, dass seine Partnerin dann sagt, nein, ich möchte in Karenz gehen, du gehst bitte arbeiten? Oft wird gar nicht so explizit darüber diskutiert oder gestritten, sondern es ist einfach oft ein Selbstverständnis, dass die eine oder die andere Rolle und Position eingenommen wird. Ja. Was braucht es aus Ihrer Sicht? Sind es politische Maßnahmen? Ist es ein Wandel in der Unternehmenskultur? Oder müssen Männer, Väter vielleicht auch ein bisschen vehementer einfordern, sowohl in ihrem Betrieb, bei ihrem Arbeitgeber, als auch eben zu Hause, wenn sie sagen, es sind oft auch die Frauen, die sich das nicht nehmen lassen wollen? Ja. Also ich glaube, dass es sehr wohl darum geht, dass junge Väter das stärker einfordern. Ja, sie haben einen Karenzschutz, sie sind genauso geschützt und können zurück in den Arbeitsplatz gehen. Und da glaube ich, dass es darum geht, auch entschiedener aufzutreten. Ich glaube, dass es aber auch
auch andere Karenzmodelle braucht, die vielleicht förderlicher sind. Ein Drittel-Drittel-Drittel-Modell, so wie es in den skandinavischen Staaten jetzt auch schon gibt oder in Island auch, wo die Frau ein Drittel, der Mann ein Drittel und ein Drittel kann aufgeteilt werden. Das könnte ein Anreiz sein. Auch die Familienarbeitszeit nach der Karenz sollte gefördert werden und etabliert werden, gesetzlich etabliert werden, wo beide Elternteile Teilzeit gehen und gleichermaßen dann auch für die Betreuung der Kinder zuständig sind. Und ich glaube aber, dass vor allem es zu einer Imagekampagne kommen müsste. Ich glaube, dass es notwendig ist, dass junge Männer hören, dass das ein Weg ist, der gegangen werden kann, der positiv ist. Ich habe zwei Kinder. Mit dem ersten Kind habe ich diese Zeit nicht verbracht. Das bereue ich bis heute. Mit dem zweiten Kind habe ich sie verbringen dürfen und das freut mich. Ja. Und ich glaube, dass es darum geht, Role Models zu den jungen Vätern näher zu bringen und zu schauen, dass sie sich an denen orientieren. Sagt Anton Potocznik in dem Gespräch, das wir vor der Sendung aufgezeichnet und gekürzt haben. Venedig, Jesolo und Rimini sind nicht nur für Österreicher und Österreicherinnen beliebte Urlaubsziele. Der Tourismus ist in Italien auf einem Rekordhoch. Im vergangenen Jahr haben dort mehr Menschen Urlaub gemacht als je zuvor. Vor allem die Zahl der ausländischen Besucherinnen und Besucher ist massiv gestiegen. Sie machen mehr als die Hälfte der Touristen aus. Cornelia Wospanik berichtet aus Italien. Ob die vor kurzem eingeführte Eintrittsgebühr für die Stadt Venedig daran etwas ändern wird? Die Region Venetien ist die mit Abstand besuchteste des Landes. 72 Millionen Nächtigungen gab es letztes Jahr allein hier. Im ganzen Land waren es 451 Millionen Nächtigungen von mehr als 134 Millionen Gästen. Es sind erstmals Zahlen, die das Tourismusministerium und das Statistikamt gemeinsam erheben. Für die einen Grund zur Freude macht der Tourismus doch geschätzt 12-14% des Bruttonationalprodukts aus, für viele aber auch Grund zur Sorge. In den Kulturstädten Italiens, wie hier in Rom, kollabiert der Verkehr, geht der Müll über und fehlen Taxis und Wohnungen, weil immer mehr Kurzzeit vermietet wird. Die Ökonomin Fabiola Sfodera berechnet, was das für die Stadt bedeutet. Die Bilanz aus Einnahmen und Kosten sei für Rom mittlerweile negativ, sagt sie. Es ist zwar schwer zu berechnen, aber es geht und das Ergebnis ist für Rom negativ. Dieser Massentourismus bringe Rom also nichts mehr. Ob ihn diejenigen, die Teil der Masse sind, genießen, sei auch dahingestellt. Von Italien zurück nach Österreich. Bei uns lädt das Wetter morgen nicht unbedingt zum Urlauben ein. Die Details hat Manfred Meixner. Schwül und gewitterig geht es am Freitag weiter. Der Vormittag ist meist trocken, am Nachmittag entstehen in der schwülen Luft wieder Regenschauer und teils heftige Gewitter. Bei 24 bis 28 Grad liegen die Höchstwerte. Am Wochenende ändert sich wenig, es bleibt sehr warm, schwül und zeitweise sonnig. Dazu kommen quer über Österreich verteilt Schauer und teils kräftige Gewitter. Damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Das war die letzte ZIP des Tages. Haben Sie noch eine angenehme Nacht. Auf Wiedersehen.